So. Oh, mit der Flamme kommunizieren. Die Jägerin lebt. Vielleicht kann sie dir noch das ein oder andere über das Überleben in den verhüllten Ländern beibringen. Na, das hoffe ich doch. Okay. So, wir wollen die Jägerin beschwören. Stellen wir einfach mal hier neben unseren Kollegen. Guten Tag, liebe Jägerin. Salz finden? Uns mangelt es an vielen Dingen. Ohne eine ständige Versorgung mit Salz wird es schwierig sein, Pelze zu konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Ich werde einen Ort, an dem es Salz gibt, in deinem Tagebuch vermerken. Enttäusche mich nicht. Okay? Wir haben einen neuen Ort. Salzminenstandort. Okay. Ah, hätte ich mir das. Können wir Marker setzen? Marker erstellen. Weil wenn wir das finden, dann brauchen wir das vielleicht früher oder später wieder. Da hätte ich mir vielleicht schon den einen oder anderen Marker setzen sollen. Daran sollten wir denken. Marker erstellen. Quasi, hier können wir so einen Loot-Marker machen. Benutzer definiert. Können wir den. Aber ich kann den keinen Namen geben. Ich kann den nur so ein. Das ist einfach nur so ein Marker, benutzerdefinierter Marker. Wegpunkt. Neu zentrieren, zoomen, schließen. Irgendwie benennen können wir den nicht. Okay, dann müssen wir uns überlegen, wie wir hier die Marker setzen. Also, was kann die? Verwende Salz, um Felle für weitere Verwendung zu konservieren. Tierfell. So. Fellfetzen und Garn. Harzfackel, Wachsfackel. Speerset. 30. Ah, wir brauchen getrocknetes Fell dafür. Trockengestell. Holzscheite und Garn. Ich glaube, das brauchen wir dringendst. So, wir legen erstmal ab, was wir gefunden haben. Und jetzt haben wir schon alles voll. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht hier diese Waffen mal sortieren sollten. Ich nehme die mal mit, die Sachen, so zum Ausrüsten. Können wir da schon zumindest schon mal eine Kleinigkeit sortieren, was wir alles gefunden haben. Pfeile. Würde ich sagen, gehören auf jeden Fall dazu. Und Moment. Und diese Blöcke gehören auch dazu. So, was haben wir hier? Die Pfeile hier. Holzpfeile. Und die Hose natürlich. Das ist fast eine ganze Kiste. Okay, das würde ich auf jeden Fall hier in die Kiste reinlegen. Und dafür nehmen wir mal das andere Zeug alles mit. So, das nehmen wir mit. Schild. Haben wir ja eigentlich. So, Hose, Pfeil, Schrottpfeil, Blöcke, Ring. Das war's. Okay, und den Rest, den legen wir hier rein. Und hier rein. Wobei ich jetzt gerne auch eine Kiste für so Tränke machen würde. Da brauchen wir wieder Nägel. Haben wir noch Nägel? Wir haben auf jeden Fall noch Metallschrott und wo haben wir unser Holz? Holzscheite. Stauraum. Okay, wir brauchen 6 Nägel.
von unserem Schmied. Kleine Truhe, winzige Truhe. Ich hätte gerne irgendwie schon noch größere Truhe, aber anscheinend gibt es das noch nicht. So, okay. Oh, die Pilze kann ich mal rausnehmen. Das Fleisch müsste ich eigentlich irgendwann mal grillen, wenn ich demnächst mal wieder ein Lagerfeuer finde. Okay, so. Zack, einfach hier daneben. Und das packen wir hier rüber. Oh, 20 Pilze ist maximal. So, dann nehmen wir den Heiltrank schon mal mit. Ich würde sagen, diese Seele nehmen wir mit. Kochmehl. Haben wir auch nur eins. Überall, wo wir nur eins von haben, das scheint selten zu sein. Das würde ich dann hier aus der Kiste mal rausnehmen. Und hier diese ganzen Tränke. Vielleicht auch hier diese Runen. Dann haben wir schon mal so eine gewisse Ordnung. Die Eisbolzen gehört eigentlich zu Waffen. Ich würde, glaube ich, auch hier reinlegen. Okay. Wir brauchen dringend irgendwie ein Lager, wahrscheinlich, das ich hier bauen müsste. Wo auch irgendwie Schilder draufschreiben. Irgendwie müsste man das beschriften können. Wenn man ein Schild oder so, wäre echt gut. Ich meine, wir sehen, was ungefähr drin ist, wenn wir davor laufen. Okay, so, wie war das jetzt? Wir brauchen Garn. Garn und Holz. 250 sind wir limitiert. Und wo haben wir unser Garn? Okay, wo stelle ich... Das können wir auch einfach hier draußen hinstellen. Herstellen. Hier kannst du den Prozess verfolgen. Okay. Getrocknete lila Beeren. Getrocknetes Fell. Okay, wir brauchen Tierfell und Salz. Und Salz haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich doch die Salzmine zuerst aufsuchen. Oder haben wir irgendwo... Oh doch, 10 Salz haben wir und Tierfell 4. Da müssten wir mehr von haben, oder? Ah, 36. So. Wenn ich das jetzt hier reinpacke. Auswählen. 2 in Warteschlange. Okay. Das dauert jetzt 3 Minuten. Sehr schön. Okay. Da wäre die Salzmine. Können wir vielleicht auch schon erreichen. Von hier rüber fliegen. Okay, holen wir mal mehr Salz. Weil mit mehr Salz kriegen wir eine bessere Rüstung. Und das ist durchaus wichtig, denke ich mal. So.
500 Meter. Das geht in Richtung Salzmine, sehr gut. Ich glaube, ich sollte hier vielleicht zwischenlanden. Ja, definitiv zwischenlanden. Die Ausdauer warten. Und dann probieren hier auf den Hügel oben drauf zu landen, denke ich mal. Ist die sichere Variante. Okay, hat gerade so gereicht. Oh. Dich habe ich fast gar nicht gesehen. Gib uns dein Fell oder deine Knochen. So. Meter. Komme ich hier hoch? Oh, sehr schön. Oh, ist die Salzmine etwa? Nee, da können wir außen rumlaufen. Da müssen wir nicht runter. Dürfte da hinten irgendwo sein. Müssen wir nur einen Weg finden, wie wir da hochkommen. Wahrscheinlich einfach hier lang laufen. Oh. Der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Wer weiß auch, was da erwartet. Ein Wolf. Ich brauche dringend wieder eine schnellere Waffe. Oder geht ein Strahl in den Himmel sogar? Heißt das, dass wir den aktiviert haben? Ich glaube, vorher war da noch kein Strahl. So. Oh, da müsste die Salzmine sein. Ich befürchte, die ist doch unten. Salzminen. Oh. Autsch, 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 autsch. Das ist aber nicht gut, was wir hier gemacht haben. Okay, wir haben die Salzminen gefunden. Und wir haben direkt relativ viele Gegner. Stufe 5. Kommt der eine vielleicht hier mit? Verdammt, wir treffen nicht. Okay, der kommt. Autsch. Okay, den kriegen wir. Die kriegen wir relativ leicht down. Okay. Autsch. Okay, wir haben einen erwischt.
Autsch. So. Okay, plus 60 Erfahrung geben die. Hier sind nur noch eine Minute. Das ist ein Problem. Wir können hier keine Schnellreise rausmachen, oder? Okay, ich probiere was. Okay, das ist absolut nicht gut hier. 49 Sekunden. Und da ist auch noch ein Gegner. Wir kommen hier nicht raus. Da hinten. Oh mein Gott. Komm schon, spring. Wir kommen noch nicht hoch. Wir haben hier ein Riesenproblem. Ich werde hier sterben. Oh nein. Wir werden definitiv hier drauf gehen. Oh mein Gott. Okay. Also, wir haben zwar die Salzmine gefunden, aber die ist uns zum Verhängnis geworden. Wir brauchen viel mehr Zeit. Viel, viel mehr Zeit. Gucken, ob das reicht. Gleich hier rüber zu fliegen. Ah, ist knapp, aber es reicht. So, Grabstein ist markiert. Liegt irgendwo da. Die Frage ist, ob ich jetzt hier vielleicht schon runter sollte. Es war hundertprozentig ein Fehler, darunter zu gehen. Wie kommen wir denn da wieder raus? Hier ist unser Grabstein, da ist die Mine. Hier durch und hier hoch vielleicht. Weil das auch alles drin ist. Ich sehe hier keinen Weg nach oben. Okay, ich habe noch eine andere Idee.
Okay, wenn ich jetzt hier vielleicht springen könnte. Ah, der will hier automatisch runterrutschen, oder? Ich kann nicht in die Salzmine rein. Hier wäre ein Elixierbrunnen. Ich muss probieren, ob ich hier wieder rausfinde. Okay, wir haben auf jeden Fall die Salzmine. Aber vielleicht ist der richtige Weg, erstmal den Elixierbrunnen zu nehmen. Oder geht's hier durch? Okay. Ah, diese kleinen Viecher wieder. Okay, eins geht wieder weg. Boah, ich habe keine Ahnung, ob wir das hier schaffen. Ich probiere hier zurückzulaufen, in der Hoffnung, dass da irgendwo ein Savepoint ist. Oder dass wir vielleicht irgendwas finden, wo wir unsere Zeit aufladen können. Da vorne ist ein Gegner auf jeden Fall. Ich würde die gerne umgehen. Oh nein. Irgendwas schießt auf jeden Fall auf uns. Schon wieder nur noch 2 Minuten. Okay, wir haben sie abgehängt. Oder auch nicht. Sehr gut, hier haben wir den Brunnen. Guten Tag. Ich würde erstmal gerne wissen, ob hier ein Savepoint ist. Oh ja, sehr gut. Okay. Ah, oh, wenn wir hier keine Zeit mehr haben, dann kommen wir... Hier können wir unsere Zeit aufladen. Sehr gut. Okay. Wir sind gerettet. Okay, dann würde ich sagen, die hier außen lassen wir einfach mal links liegen. Autsch. Und dann gucken wir mal hier runter. Warum ging es da auch runter? Noch sehe ich keinen Gegner. Oder? Hab mich wohl geirrt. Okay, das geht ziemlich gut. Geschärftes Breitschwert. 14 Damage. Drei Minuten haben wir noch. Da hinten müssen wir hin. Okay, ich mache erstmal den Weg frei, dann gehen wir nach oben und zur Zeit aufladen. So, und hier gibt es bestimmt gleich wieder einen größeren Endgegner. Wow.
Den habe ich nicht gesehen. 2:20. Könnte ich hier bitte mal... Genau, den wollte ich treffen. Ich denke, ein, zwei Gegner kann ich vielleicht noch erledigen. Okay, das sind ein paar mehr. Das ist vielleicht kein Endgegner hier, aber... Dreißig. Okay, ich glaube, wir müssen nach oben. Lieber ein bisschen früher nach oben laufen als zu spät. Die Zeit mit 5 Minuten ist echt super knapp. So. Oh, sehr gut. Wieder aufgeladen. Okay, so haben wir wieder die vollen 5 Minuten. Das sollte jetzt ausreichen für die letzten Gegner hier unten. Wow, wo kommst du denn her? Ich bin fast sicher, dass da bestimmt wieder... Nimm den hier. Käferchen. Da haben wir noch einen. Okay. Sind wir schon so weit? Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Da oben ist eine Truhe. Wie kommen wir da hoch? Wildholz-Kurzbogen. Legendär. Warum ist der legendär mit 7 Kraft? Nehme ich auf jeden Fall mal. Keine Munition, okay. Okay, ist schon mal eine gute Sache. Wir haben den Elixierbrunnen hier erobert. Okay.
Ach nee. Okay, ich habe keine Heilung mehr gerade. Da sind noch super viele. Habe ich irgendwas zum Heilen? Sehr gut. Oh, maximale Gesundheit erhöht. Aber das war auch schon alles. Ausdauer erhöht. Ich bräuchte Gesundheit. Können wir irgendwas essen? Wir haben wirklich nichts zum Essen gerade. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Nicht gut, nicht gut, was hier passiert ist. Wir haben keine Chance. Können wir uns ein Lagerfeuer craften vielleicht? Handwerk. Lagerfeuer. Okay, aber ein Lagerfeuer bringt uns ja eigentlich auch nichts, weil wir grillen ja nur unser Fleisch. Wobei, wir können hier vielleicht das Wolfsfleisch grillen. Vielleicht ist das eine Option. So. Kochen. Okay, wie sieht es... benutzen. Wir haben es gegessen, aber es bringt uns kein Leben. Wir haben sonst nichts, was wir essen können. Ich werde hier drin sowas von sterben. Ich weiß halt nicht, ob da hinten noch was ist. Können wir dieses Käfernest vielleicht zerstören? Ich glaube, das ist lebensmüde, was ich hier gerade mache. Super unklug, diese Idee. Wir müssen hier definitiv raus. Ich habe keine Chance gegen die Käfer. Nicht ohne Heilung. Okay, aber wir haben es ja hier geschafft. Und wir haben auch sogar die Waffe hier. Das heißt, eine Schnellreise nach Hause. Und dann gucken wir mal, wo wir weitermachen.